Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Another Metroid 2 Remake mit mir, eurem Kommi, hier zurück in der Verteilungsanlage, was man so vom Wasser her gar nicht denken würde, aber ja, es ist die Verteilungsanlage. Beim letzten Mal haben wir unter anderem Ceres besiegt, haben uns ein Icebeam gegönnt. Einen Gravity Suit besorgt und sind halt jetzt echt in der Lage, eine Menge Zeugs anzustellen. Naja, und zwar Metroids haben wir auch besiegt, aber das ist irgendwie so. So ein kleiner Teil ist halt wirklich so, ja. Zwei platte Metroids sind auch dabei gewesen, aber eigentlich interessieren die uns ja nicht, ne? Ein bisschen traurig. Na komm. Warum tue ich mir das eigentlich an, so? Yay. Okay. Und da wir jetzt... Au. Reichlich Powerbomben haben. Ist das Erkunden zumindest relativ simpel geworden teilweise. Ups. Sagt der und macht das Rätsel halt direkt wieder falsch, aber das macht nichts. Es ist ein Speed-Boost-Rätsel. Ich bin furchtbar in Speed-Boost-Rätseln. Ich weiß auch nicht warum. Au. Aber ich muss in jedem Metroid jedes Mal die Speedboost-Rätsel wieder neu lernen. Die ganzen Mechaniken neu lernen. Aber irgendwann funktioniert das. Ist das für nichts? Moment, what? Energy Tank! Yeah! Also ihr habt es vielleicht gesehen, als ihr das Video gestartet habt, vielleicht auch nicht, weil ich immer relativ schnell da auch wieder weg bin. Aber wir hatten... Irgendwie muss man doch da... Da bereite ich das schon vor. Mach's trotzdem falsch, oder muss ich... Ah, okay. Könnte schwierig werden, das richtig abzupassen, aber okay. Ungefähr hier? Ein weiteres Super-Missile für unsere Sammlung. Aber was anderes ist es langsam nicht mehr. Es ist einfach nur noch eine Sammlung. Wobei Super-Missiles gut für Metroid-Kämpfe. Obwohl ich mich frage, ob ich jetzt mit dem Ice-Beam endlich mit den Metroids kämpfen kann. Mit Beam. Für gewöhnlich ist das halt so ein Ding. Oh yeah. Aber es macht so... Also... Der Weg dahin, man kennt's, ne? Brauchst glaube ich nicht unbedingt erläutern, aber der Weg hin zu allen Upgrades und dann... Oh, wow. Ganzen Weg wieder zurück. Ne, wenn man dann einmal irgendwann alle Upgrades hat und damit alles hier vernichten kann, es macht so eine Laune. Zwar eine gute Laune. Okay, da waren wir, da sind wir durch, da sind wir rein. Gut, da oben links ist noch das eine Upgrade. Da oben. Beim Turm weiß ich nicht, wie man da unbedingt hinkommt. Das kommt aber vielleicht von da, wenn wir runtergehen durch die Lava-Gedöse.
Also ich hab zwar in Anführungszeichen oder hätte gerne in Anführungszeichen 100% in dem Spiel hier, aber ich mache mir da nichts vor. Dafür müsste ich zumindest eine Map aufrufen und die habe ich momentan einfach noch nicht vorliegen. Muss mal eben gucken. Auf den Fischis. Ich wahrscheinlich auch anders regeln können. Mit der Powerbomb unter anderem, aber. Das ist doch höher als ich dachte, Moment. Oder? Na gut, jetzt sind wir eh fast da. Genau von hier runterfalle, wo lande ich dann im Wasser? Okay. Sehr gut, gefällt mir. Yeah! Fast perfekt gezielt. Ich sage fast, weil wir am Ende da nach links weggedrückt wurden. Das hat man auch gesehen, aber. Yeah! Die Beine schon immer so gewackelt beim Runterfallen? Tja, und jetzt halt nochmal dieser Antritt der Schande, wenn man so will, um das andere Upgrade da zu holen. Aber das können wir schon mal alles wieder speichern. War schon mal eine gute 7-Minuten-Marke hier. Also große Freude, yeah. Einfach alles vernichten hier. Weg, weg, weg. Oh nein. Oh, das sieht gut aus. 10 Energy Tanks können. Also, ne? Ist alles immer hier so ein könnte. Sieht so aus. Aber 10 Energy Tanks könnten das Maximum sein. Theoretisch. Aber seien wir mal ehrlich: 12 würden auch gut aussehen, ne? Also insofern. Ne, macht 12. Ja, doch, für einen Supermesser hat sich das gelohnt. Vielleicht hätte ich auch anders rumgehen können, aber ist ja jetzt egal. So. Okay. Dann geht's jetzt gleich wieder ab in die Lavagruben. Beziehungsweise jetzt sind es dann ja wieder die Ex-Lavagruben, weil, ne, die Metroids ja dafür sorgen, dass es rumpelt und pumpelt. Okay. Ach so. Gut. Könnte mir allerdings auch vorstellen, dass im nächsten Gebiet halt tatsächlich einfach mal eben so 14 Metroids auf mich warten. Wäre auch irgendwie witzig. Ihr habt schon von Steineskippen gehört, aber habt ihr schon von Samus-Skippen auf Wasser gehört? Ja. Wer kann Samus öfter auf dem Wasser aufschlagen lassen? Ist halt in dem Moment, wo man den wunderschönen Gravity Suit hat, ist Wasser so schön. Naja, eigentlich nicht, aber ist Wasser weniger nervig? Und Lava natürlich auch, ne? Wenn ich jetzt in Lava falle, kann ich mich zumindest gut drin bewegen. All die Lava-Bäder haben dafür gesorgt, dass die Gelenke schön geschmeidig bleiben. Punkt. All die verschwendeten Ressourcen direkt wiederhergestellt. Sehr schön, sehr schön.
Ja, es ist halt, ne, Screw Attack. Brauch den Beam nicht mehr einsetzen, weil ich eine Screw Attack habe. Interessant, okay. Bisschen hubbelig, aber haben es gleich. Yeah. Und wie ihr seht, ne, da hatten wir jetzt direkt den Beweis wieder, Lava Bart. Okay. Nice. Ne, Lava Bart, kein Schaden, kein gar nichts. Prickelt ein bisschen. Bewegung im Lava Bart ist prima. Also keinerlei Probleme. No problemas. Dementsprechend können wir einfach rein und uns hier drin umsehen. Willst du nicht rauskommen, bist du einfach nur ein Stein. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass mindestens einer davon rausplöppt und mir auf die Fresse geht, aber... Ja, die komischen Minendinger, auch Screw Attack und weg. Es ist wunderschön, oder nicht? Gut, ich kenne jetzt ein paar Leute, die werden jetzt rumheulen. Ja. Du kommst ja jetzt durchs Spiel, was soll das denn? Ja... Scanne die Umgebung. Ein Metroid? Wow, ich habe mich da aber sehr aus dem Fenster gelehnt mit meinen. Ich würde mich nicht wundern, wenn es hier 14 Metroids auf einmal gibt, ne? Huh. Mein Gott, wo bin ich denn hier? Hallo, ein Metroid. Symbol nicht immer noch rot. Ah. Rot war tot, ne? Ja, alles gut. Okay. Scanne die Umgebung. Ein Metroid. Da ist wieder ein neuer aufgetaucht? Das wäre witzig. Was ich nicht witzig finde, ist, wenn das jetzt so eine Survival-Runde ist, weil ihr wisst, wie gut ich mit Metroids umgehen kann, nämlich gar nicht. Oh, okay. Feuer? Ah. Es gibt Menschen? Oh ne, das ist glaube ich der Omega Metro. Das ist der Fusion Boss. Tut mir leid, es sieht noch ein bisschen hässlich aus. Clowns sind furchtbare Waffen. Okay. Anspringen finde ich nicht gut. Kann Feuer spucken. Oh, wow. Ah. Wahrscheinlich, ich müsste irgendwie an dir vorbei.
weg, geh weg! Lass mich in Ruhe. Jesus Christ, au. Das ist eine gute Kampftaktik. Der hält aber echt viel aus. Ich meine, wenigstens kann ich die Attacken gerade lesen. Das ist mehr, als ich bei manch anderen von den Gegnern bisher konnte, aber... Mein Gott. Interessant, dass aber überhaupt noch hier Leute rumlaufen. Also, wow. Search and Rescue Team, ah! Allerdings hat keiner mehr überlebt. Ah, das ist schlecht. Das war auch schlecht, ich habe da irgendwas rufen hören. 12 Metroids noch. Ich habe halt keine Energie mehr, ne? Also... Der nächste Speicherpunkt ist soweit weg. Ah, alles nicht so gut. Alles nicht so gut. Eieieiei. Da war ich vor ein paar Sekunden noch. Minuten. Vor ein paar Minuten noch so richtig so. Ah ja, hier, kein Thema. Samus, unzerstörbar. Und dann kommt so einer da um die Ecke. Und ich denke mir. Doch nicht so unzerstörbar. Oh, wow, wow, wow. Super uncool, Kollegen hier. Super uncool. Speicherpunkt? Vielleicht? So. Okay, ein bisschen Gesundheit und so, nicht verkehrt. Direkt wieder dumm in die Gegner reingelaufen. Super verkehrt. Da nichts drin zu sein. Traurig. Super verkehrt und traurig. Ah. Blonk. Speicherpunkt. Gib mir. Ah, man muss nur laut genug schreien, dann geht das. Das ist übrigens keine Lektion, die man Kindern beibringen sollte, aber es funktioniert trotzdem. Ah. Schrei nach einem Speicherpunkt und er wird dir gegeben. So wahr dir, Kommi, helfe. Und irgendwann komme ich auch irgendwo an. Oh, ein Supermesser? Okay, Moment. Es gibt nur ein paar Sekunden. Hehe.
Warum laufe ich jetzt auf Augen rum? Scanne die Umgebung. Drei Match. Drei? Okay, ich lag mit meiner Aussage irgendwie vollends daneben. Ich habe halt wirklich gedacht, wow, sieht ja jetzt so langsam aus, als wären wir fertig, ne? Da werden dann die ganzen 12 in einen Haufen geworfen oder sowas, aber nein, einfach 3. Na gut. Das Nest. Dicke Globusartige Masse, also runde Masse. Aus kristallisierten Carbohydraten. Carbs! Oh nein. Achso, also sind es gar keine Augen, das sind einfach nur Kohlenhydrate. Na gut. Sieht aus wie Augen für mich, aber in Ordnung. Ist ja dann augenscheinlich überhaupt nichts Schlimmes. Überhaupt nicht eklig. Und sowieso. Bin hier. Ich. Da geht's dann weiter oder was? Na gut, okay, fine. Whatever. Oh nein. Au. Sag ich gerade noch, ja, ich habe zumindest das Bewegungsmuster draus, ne? Ja, nee, habe ich nicht. Anscheinend. Und treffen kann ich auch nicht. Ich muss die Short Hops lernen. Anders geht das ja hier nicht. Au. Jesus Christ. Max. Ich hab ihn kaputt gemacht, der ist verwirrt. Der arme Kerl. Also perfekt habe ich sie nicht raus, aber... gut genug, dass ich mir zumindest zutraue, in einem Kampf One-on-One gegen die vorzugehen, immerhin. Nichtsdestotrotz muss ich den Speicherpunkt jetzt wieder aufsuchen, weil alle meine Ressourcen wieder weg sind. Yay! Aber macht ja nichts. Solange einer in der Nähe ist, kein Thema. Zweimal so ein bisschen hier hochklettern, ne? Obwohl wir ja Space Jumpen, also hochklettern, ist auch wieder so eine Sache. Es ist ja mehr so hochradeln. Oh ja, wie können wir den Weg für den Spieler versperren, indem wir lange Bahnen ziehen? Großartig. Au. Au.
Da immerhin haben wir gesessen oder so. Au. Au. Ich muss schon sagen, der bleibt. Also der Junge hier, der. Aua, der bleibt mir einfach zu nah an mir dran, ne? Au. Hat schon so seine Gründe, warum ich jedes Mal in dieses Loch da oben zurückgehe. Aber wenn ich einigermaßen treffe, sind sie schnell erledigt. Weiß auch nicht, was jetzt noch großartig kommen kann, außer der letzte Kampf, den ich noch kenne aus, naja, dem offiziellen 2er Remake und ich glaube witzigerweise Other M. Other M auf der Wii hat den Bosskampf aus Metroid 2 geklaut, was ich komisch finde, irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke. Und wenn ich tatsächlich, will es eigentlich nicht, ich weiß gar nicht, warum ich so eine Abscheu dagegen habe, aber wenn ich tatsächlich meine Wii U wieder rauskrame, um mein Other M LP zu machen, ne, weil Wii, aber ich habe nur eine Wii U, ihr wisst schon, was ich meine. Das wird noch ein Fest, ey. Zumal da bin ich einer der wenigen, die tatsächlich Other M irgendwie mochten. Obwohl ich die Probleme auch sehe, also so ist ja nicht. Hi. Ah. Dieser Klauenangriff, ne? Das ist furchtbar. Nein, hat man ganz geblockt. Mein Super Missile. Jetzt. Ja. Ich hätte nicht versuchen sollen. Also, ist halt, die Viecher sind groß, die sind nervig. Immer wenn ich denke, komm, ich spring mal eben rüber, springe ich trotzdem in ihn rein. Das war das. Ich nehme mal an, jetzt wird in dem Gang, wo wir vorhin waren, die Lava wieder entfernt. Wir verbleiben mit 9 Metroids. Den ganzen Weg wieder runter. Um zu speichern und diesen Part für heute zu beenden. Jetzt frage ich mich trotzdem, wo sind wir? Prozentual gesehen. Wir sind bei 93%. Yeah! Und auch beim nächsten Mal geht die fröhliche Metroid-Jagd weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, abonniert den Kanal, hinterlasst ein Like, kommentiert das Ganze und dann stürzt euch in die ganzen anderen Playlisten hinein. Viel Spaß dabei, das war's, euer Kommi.